Hallo und willkommen bei Spielinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu Türchen Nummer 13. Wer uns gestern gesehen hat, ich glaube, es war doch Eierpunsch oder Red Bull drin, denn ich glaube, ich habe Türchen Nummer 11 gesagt und wir glauben, wir waren gestern irgendwie sehr, sehr verwirrt. Wir versuchen, das heutige Rätsel mit euch am 13. Türchen ein bisschen besonnener und ruhiger anzugehen und weniger aufgeregt zu sein, weniger hektisch, weniger euphorisch. Deswegen haben wir hier nochmal die drei Spielepakete, die es die letzten drei Tage zu gewinnen gab. Wir sagen nochmal super lieben Dank an die Game Builders, wir sagen nochmal Danke an Cosmos und wir sagen Danke an NSV! Vielen Dank, wir drücken euch weiterhin die Daumen. Diese Spiele gehen jetzt an die Gewinnenden. Ups. Raus. Die Pyramiden sind einfach umgestürzt. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr so ein Paket von uns erhalten habt. Ihr dürft gerne mal kurz eine E-Mail reinschreiben und uns auf Social Media verlinken. Hey, die Sachen sind angekommen. Dann wissen wir, dass das Ganze gut angekommen ist. Weil manchmal schmeißt der liebe Herr von UPS nämlich kein Kärtchen rein. Dann landet das Ding im Paketshop. Und ihr habt keinen Spaß erstmal mit den Spielen. Dann müssen wir das Ganze wieder irgendwie über den Paketshop zu euch zurückschicken. Deswegen, falls ihr noch nichts habt und es ist schon ein paar Tage zurück, einfach mal kurz melden. Hey, da ist noch nichts angekommen. Dann checken wir mal kurz die Versand. Nummer und können das Ganze aufklären. So, Melanie. Genau, jetzt packe ich einfach mal diese Sachen schön zur Seite. Nunatak ist richtig cooles Spiel, wirklich kann ich nur empfehlen. Die anderen sind natürlich auch super cool. Ja, gestern hatten wir ja ein wirklich sehr, sehr schönes Rätsel, muss ich sagen. Es ging nämlich um Cover und es ging um die Cover, wo entsprechend elementar wichtige Dinge ausgeblendet wurden. Und wir werden sie wieder einblenden. Waren sie weg. Und jetzt werden sie eingeblendet und für diejenigen, wo jetzt gestern ein bisschen Probleme hatten, denken sich, oh mein Gott, das ist doch meine Güte. Das habe ich schon so oft gesehen. Ja. Aber warum habt ihr einfach diese Schrift weggemacht? Das war elementar wichtig für mich. Ich habe das Spiel nicht mehr erkannt. Aber seht einfach mal selber, was sich so dahinter verborgen hat. Das war die Auflösung. Seht, so schwer war es vielleicht gar nicht. Wir machen jetzt mit der richtigen Reihenfolge weiter und werden euch am Kosmostag zeigen, was ihr heute gewinnen könnt. Und es handelt sich hier um ein wunderbares Drachenhüter von Michael Menzel. Ein sehr, sehr schönes Familienspiel, bei dem wir versuchen werden, verschiedenfarbige Drachen in einer verschiedenen Anzahl an Drachenzahlen zu fangen. Also ein wirklich tolles Spiel für die ganze Familie. Und wir haben auch noch Heroes for Sale. Auch ein sehr cooles Kartenspiel, bei dem die Designer von Mindbug im Hintergrund stehen irgendwie. Okay, und okay. Es ist ein Zwei-Personen-Battle. Genau. Also hier habt ihr was für die Hosentasche, sag ich mal. Zwei-Personen-Battle. Könnt ihr vielleicht mal mit einem Geschäftskollegen oder sonst was zocken. Und Drachenhüter ist dann eher so für die Familie. Wobei ich sagen muss, nicht nur für die Familie, auch in den Erwachsenenrunden kommt es immer gut bei uns an. Denn es steckt doch mehr dahinter, als man denken mag. Vor allem eine super süße, zuckrige Grafik. Ist man von Michael Menzel ja nicht anders gewohnt. So, genau. Zum heutigen Rätsel. Wir haben wieder Andreas Steiger bei uns zu Gast. Und falls ihr euch noch erinnern könnt, Andreas Steiger hat letztens bei uns hier ein Geständnis abgelegt. Ja. Das war vielleicht gar keine so gute Idee, ja. Denn Andi hat damit ein bisschen Probleme bekommen. Aber ich würde sagen, lasst Andi mal selber sprechen. Hallo Freunde. Ich weiß nicht, ob mein Geständnis neulich bei den Spiele-Dinos wirklich so eine gute Idee, ob das wirklich so clever war. Ich bin nämlich verhaftet und eingebuchtet worden. Aber gleich am ersten Abend hat mein Zellengenosse Sylvion gesagt, ich grab dich frei. Du meine Güte, ist das wirklich so eine gute Idee? Ist das so ein gutes Konzept? Ist das nicht ein viel zu großes Risiko? Icky, hol dich hier raus. Papalapap. Oder möchtest du für den Rest deines Lebens im Kanaster sitzen und Kartoffeln mit Cusco essen? Hier, ich habe einen Löffel vorbereitet. Die Wand, die ist schon ganz arg von mir bearbeitet worden. Bohrer, Bohrer, du musst dich durch die Wand bohren. Ich halte Wache. Sei's drum. Genau das tat ich. Ich grub und bohrte mich durch die Wand. Doch schon nach kurzer Zeit rief Sylvion, Time's up! Die Wächter kommen! Doch ich hatte es geschafft. Das Loch war groß genug. Sylvion schnappte sich noch schnell seinen Bonsai und wir sind ab durch die Mauer. Euphoria, was für ein schönes Gefühl.
Doch jetzt sind wir beide auf der Flucht und ich muss mir irgendetwas überlegen. Nun denn, aber wenigstens konnten wir fliehen und 14 Spiele und euch mitnehmen. Wünscht mir Glück. Ja, auch hier nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an Andi. Wir sind ja sehr, sehr gespannt, wo die Geschichte vielmehr, wo die Flucht noch so hinführen wird. Er hat es jetzt tatsächlich rausgeschafft, aber mit welchen Spielen denn genau? Ich hoffe, ihr habt gut zugehört und könnt sie uns jetzt entsprechend auflisten. Es muss natürlich nicht in chronologischer Reihenfolge sein. Vielleicht fällt dem ein oder anderen das ein oder andere Spiel auch unter den Teppich, was auch immer. Es sind ja schon sehr, sehr viele Spiele reingepackt. Ja. Und auch beim letzten Rätsel hieß es so, wow, ich habe viele Sachen gar nicht davon erkannt. Ja, googelt's doch einfach mal. Da habt ihr dann noch gleich ein paar neue Spiele vielleicht, wo ihr erkunden, erforschen wollt oder auch nicht, je nachdem. So ist es. Ich bin auch echt gespannt, ob sich da nicht vielleicht noch, wie ich schon angekündigt habe, vielleicht der Kommissar noch einmischt und Andis der kleine Flucht hier noch ein bisschen mit verfolgen wird. Vielleicht gibt es auch so eine Art Netflix-Doku, Mini-Doku zwischen Andi und mir. Keine Ahnung, was hier 2024 noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall freut mich diese Art von Rätsel enorm, weil Andi ist halt saukreativ. Das macht echt Laune. Ihr macht jetzt wieder, wie immer, ein paar coole Antworten unter das Video. Schreibt nicht cool drunter, Leute, das habt ihr im Rückspiegel schon ein paar Mal gemacht. Schreibt bitte die Spieletitel drunter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Rätsel. Wir wünschen euch auch jetzt mal wieder eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Mittag, was auch immer. Sagen danke und bis morgen, oder? Jawohl, alles und zwar zu Türchen Nummer 14. Ja, gut, jetzt sind wir wieder eingekommen. Jetzt sind wir wieder drin, Leute, alles ist gut. Eierpunsch bleibt in Zukunft weg. Also, macht's gut. Ciao.